hier im Strecktalpark gibt es jede Menge Hinweisschilder, die auf die wichtigsten Gebäude, Attraktionen hinweisen. Das ist gut für alle, die sich hier nicht auskennen, die nach Pirmasens kommen, als Touristen, als Tagesgäste oder Urlauber. Wegweiser weisen uns den Weg, geben uns Ziele vor und sagen etwas aus, wie weit es dahin ist. Sie helfen uns, Orientierung zu finden, im Alltag und im Urlaub. Dabei sind wir ein Leben lang ja unterwegs auf unserer Lebensreise. Nicht immer gibt es Wegweiser. Oft genug wissen wir nicht genau, wohin der Weg uns führt. Heute im Gottesdienst ging es um einen Text aus dem kleinen Buch Ruth. Und da gibt es einen Vers, der gerne als Trauspruch ausgewählt wird. Da heißt es, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wenn Brautpaare zu mir kommen und sich diesen Text aussuchen, dann frage ich zuerst nach dem Verhältnis der Brautleute zu ihren Schwiegermüttern. Denn in der Tat ist das ein Vers, den nicht ein Ehepartner zu seinem geliebten anderen sagt, sondern das ist ein Satz, den die Schwiegertochter Ruth zu ihrer Schwiegermutter Naomi sagt. Es kommt nicht darauf an, ob es um eine Liebesbeziehung geht. Es geht aber darum, dass wir immer gemeinsam unterwegs sind. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Das sagt jemand, der davon überzeugt ist, nicht allein auf dem Weg zu sein. Mit wem sind Sie unterwegs? Wer begleitet Sie? Oder wem würden Sie dieses Wort sagen? Denn auch so ein Satz kann wie ein Hinweisschild sein. Denn es macht Mut und sagt, ich gehe mit dir, egal wohin der Weg uns führt, egal wie unterschiedlich wir auch sind. Ich will bei dir bleiben. Das sagen wir zueinander und das sagt Gott zu uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bleiben Sie behütet.